Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder einschaltet zu einer weiteren Folge Die Nachbarsbauern, neuer LS, alter Nachbar. Ich bin euer Franken Andi, hallo. Und ich habe jetzt gerade ein bisschen Stroh weggebracht, habe mir schon 4600 Euronen in meine kleine Geldbörse gesteckt. Und ja, ich bin fleißig am Stroh sammeln und der Gaggi, der ist natürlich wie immer mit am Start. Und was der macht, wird er euch gleich erzählen. Genau, ich bin auf dem Weg hier zum Händler. Ich will düngen fahren und da sind mir die Reifen ein bisschen zu breit für das Feld. Deswegen machen wir mal auf unseren schicken, dicken Traktor jetzt so Asphalt-Trennscheiben kurz mal drauf. Das ist der da. Jetzt bin ich mal gespannt, ob uns das was kostet. Ja, kostet 1500. Ne, 1000 bei mir. Ja, hat es mir auch angezeigt, aber dann kommt doch die Bearbeitungsgebühr oben drauf oder so, keine Ahnung. Kostet 500 extra. Stimmt's? Nö, bei mir hat er 1000 abgezogen. Schweinerei. So, dann müssen wir die Geräte wieder ankuppeln hier. Das da und das da und das da. Und dann müssen wir das Gewicht da vorne hoch machen. Ja, wir müssen den Motor erst starten, bevor wir das Gewicht hochbekommen. Ja, kannst du es ja mit der Hand hochkurbeln. Genau. Ah, genau. Da stehen noch ein paar Packs rum, die gehören glaube ich mir. Ja, also ein Herbizid steht noch von mir rum. Ja, und zwei Saatgut von mir. So, dann, genau, das war das eine Feld hier mit der Hirse. Also das Stoßsammeln dauert gar nicht mehr lang bei mir, noch ungefähr 18 Stunden oder so. Ja, mach erstmal. Oh, ja. Ich habe jetzt erstmal genug anderes zu tun. So, aber die. Hallo? Hallo? So. Wieso? Weil. Aus Gründen. Hä? Hallo? Das sollte nicht so sein. GPS-Breite. Ah, jetzt hat er das. Gut. Aber wieso zeigt er meine Linie nicht mehr an? Alles kaputt hier. Alles kaputt hier. Ja, gut, dann fahren wir einfach mal los. Wir haben den LS zerstört. Wow. Mal gucken, geht das überhaupt, was ich hier mache? Oh ja, da kommt eine zweite Düngestufe drauf. Ist das gut? Auf was kriegst du eine zweite Düngestufe? Was hast du denn noch? Hirse habe ich. Ah, Hirse. Oh, wer hat die Bäume dahin gepflanzt? Ich würde mal ganz schwer vermuten, Mutter Natur. Oder ein Chance-Mitarbeiter. Das kannst du dir jetzt aussuchen, was dir lieber ist. Da ich weiß, wer es war, ist es, sage ich da lieber jetzt mal nichts zu. Es sind nämlich die Bäume auf dem ehemaligen Hofgrundstück, die ich da hingesetzt habe. wo ich jetzt dreimal dran hängen geblieben bin mit dem Streuer gerade. deswegen sage ich da jetzt nichts zu. Ist, glaube ich, besser. Armer ist ein Bitch, würde ich sagen. Ne? So, dann fahren wir einfach hier so rum. Dimpidu. Hätte ich das nicht eingestellt, dass die Linien hoch sind? Das war ja nicht da, das war... Da. Na egal. Egal. Wir haben hier
gedüngt, es ist gedüngt, das ist am wichtigsten. Ups. Oh. So, wir können mal was testen jetzt. 1746. Wo ist 42? Okay, 47, 46. Wir probieren mal das. Ui. Oh, geht. Cool. Bevor ich mir die Arbeit mache, den Düngerstreuer gleich wieder abzuhängen, mache ich mal schnell eine Mission zwischendurch. Was? Weinhai. Gucken wir mal, ob das da so alles funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ja, ich habe. Also da unten ist die Straße. Ich habe keine Zeit für Missionen. Ich eigentlich auch nicht, aber... Du bist jung und brauchst das Geld? So ungefähr. Okay, das ist nicht der Weg, wo ich hin wollte. Ja, muss ich da jetzt komplett außen rumfahren? Ja, danke. Oh, nee. Da unten ist kein... Wieso ist da keine Brücke? Ist das wirklich nur die Eisenbahnlinie da? Das ist nur die Eisenbahnbrücke. Jetzt muss ich da hochfahren. Ich glaube, ich bin exakt denselben Weg wie du jetzt gefahren. Ohne dass ich weiß, wo du bist. Du bist jetzt unten an deinem Feld wahrscheinlich um die Kurve rumgefahren, hast gedacht, du kommst nach oben und musst jetzt den ganzen Bogen um die Felder wieder zurück machen, dass du ungefähr hier bei unseren Höfen rauskommst, richtig? Genau. Und dann muss ich die nächste wieder runterfahren, ganz in den Süden, weil da das Feld ist, wo ich hin muss. Ich dachte, da unten, wo die Eisenbahn längs fährt, da ist auch eine Straßenbrücke. Ja, das hatte ich auch so gedacht, aber kannst du knicken. Tja. Aber so wirklich. Ja, hallo Hof. Stimmt, hier müssen wir noch ein bisschen schön machen. Ja, ich muss noch ganz viel schön machen. Ja, als allererstes müssen wir mal das Konto ein bisschen schön machen. Ja. Und da ich nicht wirklich viele Einnahmen durch mein Getreide habe, weil ich das alles für die Eigenverarbeitung brauche, für die Tiere, muss ich halt irgendwie zusehen, dass ich anders Geld reinbekomme. Und Düngen mit einer 30 Meter Arbeitsbreite geht halt doch schnell. Ja. Hoffe ich zumindest. So. Ah, hier. Jetzt rein. Düngemissionen sind halt einfach so lukrativ halt, ne? Das ist Wahnsinn. Ja. So, dann machen wir das auf. Machen das aus. Machen das. 30 Meter. Ich muss da die Einstellung mal ändern. Machen das mal so. Naja, ein bisschen krumm bist du. Das ist nicht so. Also einmal weg, einmal neu. Das sieht besser aus. So. So. Also bis jetzt noch keine kein Zug gesichtet. Ich hoffe, das bleibt so, wenn ich hier immer rüberblätter. Ja, und auch so der Saatgut- und Düngerverbrauch hat sich ja auch ganz schön reduziert im Gegensatz zum LS19, muss ich sagen. Ja? Ja. Ist nicht wahr, ich bin jetzt da an der Laterne hängen geblieben. Willst du mich verarschen? Da ist eine Kette dran, die ist beweglich. Ja, ganz schön festgerostet, die Kette. Ja. Oh, 157 Eier. Es geht voran. Es geht voran. So, die nächsten 26.000 Liter Stroh verkaufen. Easy. Ching, 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 ching. Da klingelt die Kasse.
So muss das sein. Irgendwie muss man ja auf den grünen Zweig kommen. Ja, schon 7000 Euro verdienen beim Sto. Ja. Alter, nicht schon wieder. Ist die Laterne ist einfach der Killer. Also ich muss sagen, so zum Düngen ist das Feld hier unten schön. GPS an, Tempomat an, da kannst du in einer Minute die Beine hochnehmen. Und ich muss ja hart arbeiten, um mich mit festgerosteten Laternen auseinandersetzen. Ja. Oh, Bremsen werden gesagt. Uiuiui, zum Glück funktionieren die hier. So, guck mal, da haben wir die zweite Bahn schon erledigt. Ja, ich bin echt am Überlegen, wie ich das Sto abfahren ein bisschen optimieren könnte, aber mir wird nichts einfallen halt. Na gut, wenn es nur ums Verkaufen geht, wäre, denke ich mal, Ballen sinnvoller. Ja, aber brauchst halt die Pässe halt, ne? Ja, aber wenn du 11.000 Liter Ballen machst und irgendwie, weiß nicht, wie viel auf den Autostack draufpassen, kriegst du halt quasi zwei Ballen, hast du das, was du normal in den Ladewagen reinbekommst. Das ist halt schon ein gewisser Unterschied, finde ich. Ja. Aber die Kosten rechtfertigen das halt gerade am Anfang noch nicht halt, ne? Ja, das ist es halt. Später mal optimieren ist das, glaube ich, das andere, aber zum Anfang, wenn du um jeden Cent sparen musst, ich meine, ich habe ja noch vor, die Ölproduktion zu kaufen, dann, wenn du sagst, dass es so lukrativ ist, wenn ich so viel Sonnenblumen habe. Bin mal gespannt, was da an der Tag rauskommt. Fahr weiter. So, wie weit bin ich? Oh, 96%. Das ging schnell. Aber alleine beim Stohverkauf bekomme ich hier schon, keine Ahnung, 20.000 oder so. Ja. Oh. Komm, Sachmission ist beendet. Jo, danke. So, ja, ich habe 5.600 jetzt bekommen durch das bisschen Düngestreuen. Und ich habe, ich muss überlegen, ich hatte 3.400 Liter drin. Also ich habe 800 Liter Dünger für mein eines Feld plus die Mission jetzt gebraucht. Ist nicht wirklich viel. Nö, da kann man schon echt. Gerade für den Anfang, um den Hof da ein bisschen zu pushen, ist es nie verkehrt. Ja. So, aber jetzt geht's mit den eigenen Feldern weiter. Wobei ich will einmal nochmal vielleicht ein Pferd zwischendurch reiten. Ich weiß auch gar nicht, wie der Wert der Pferde steigt hier im LS22. Habe ich noch nie gemacht hier. Ja, ist ja auch. Ob sich das überhaupt lohnt? Ja, bestimmt. Ach, da sehe ich einen Düngesteuer fahren. Oh. Oh, da ist eine Bodenwelle. Oh, ich bin mit dem Vorgewende endlich fertig. Juhu. Lass uns mal kurz gucken. Pferde. Wert von 120 Euro. Und wo ist Venus? Hat auch 120. Ja, ich denke, das kommt erst beim Tag-Nacht-Wechsel, oder? Tagwechsel, ja, denke ich mal auch. So, aber wir schnappen uns zumindest mal eines noch. Dann nehmen wir mal so einen braunen hier. Stormy. Ja, dann müssen wir da längs. Au. Da ist eine Wand im Weg.
Ja, toll. Das ist schon wieder nicht gut. Dann können wir Stormy nicht nehmen. Warum? Ich bin auf Stormy auf der Weide draußen aufgestiegen. Dann ist er im Stall gespawnt. Und wenn ich drauf sitze, bin ich zu hoch und komme nicht aus dem Stall raus. Auch wieder Technik. Scheint Physik. Aber jetzt habe ich... wen habe ich denn jetzt eigentlich? Keine Ahnung. Irgendwas Graues. Hast du einen Gacki? Ja, stimmt. Da könnte man mal... Oh, da ist ein... Hä? Wo bin ich jetzt hier hängen geblieben? Also... Ob man da auch wieder die Namen ändern kann. Oh ja. Dann Bärchen. Nach Twitch zuschauen oder so. Sharpa hat sich ja vorhin so angeboten. So, guck mal, 50% schon. Oh, interessant, das Pferd hat Force Feedback. Du hast da wirklich mehr Widerstand wie im Traktor. Kann ich aber durchaus bestätigen. Aber eigentlich nicht. Ich schaff's jedes Mal, wenn ich hier auf den Hof drauf reite, oder doch reite, immer die Mauer mitzunehmen. So, hier 70%. Gut, dann machen wir noch eine Hofrunde. Einmal durchs Heulager. Dimpidu, ich bin hier am Hin- und Her-Trödeln, wie folgt. Oh. Und schon wieder gegen das Heulager geritten. Oh nee, die armen Pferde hier, die müssen leiden. Ja. So, 93, 4. Also, ich habe dir ja vorhin schon mal gefragt, ob du nicht einen Helm aufziehen willst. Ich habe meine Aussage überdacht und würde dich bitten, dass du den Pferden einen Helm aufziehst. Okay, ach, das war Illusion, war das. Bist du Illusion? Hallo? Nee, das ist Caitlin. Wo ist Illusion? Ah, der so dreckig ist hier. Ne? Komm, bleib doch stehen mal. Hallo. Gesundheit, Sauberkeit. Ja, Gacki, das ist normal, dass die jetzt von dir wegrennen. Stell dir mal vor, dich würde jemand spazieren führen und dich an jeder Straßenlaterne hängen bleiben lassen, weißt du, da würdest du dann auch sagen, wenn er das nächste Mal kommt, so, nee, danke, heute nicht mehr. Genau, so, ja. Aber, ich bin da drin. Genau, ich wollte mulchen. Mulchen habe ich bis jetzt auch erst einmal im Preview-Ding. Oh, da kommt ein Zug. Ich habe noch nie gemulcht. Da muss ich da mal glatt mal gucken, was du da tust. Ja, der Zug ist weg. Hopp, hier, mach Ding hoch. Ja, ja. Oh, jetzt. Toll. Wie soll ich den jetzt hier anhängen? Ja, ja, das Ding ist so, wenn ich schön ranfahre mit dem Traktor und ich aussteige, bin ich im Pfeiler von der Halle. Ja, ich würde... Ah, doch, jetzt... Ich würde sagen, jetzt. Da hast du deine Gerätschaften nicht gut abgestellt. Ich krieg das trotzdem alles. Na gut, der hat keine Zapfwelle. So, ab geht's. Laterne des Todes. Ja, die Zeit. Ja, ich hab das schon im Blick, keine Angst. Gut. Deswegen wollte ich eigentlich gerade fragen, ob wir da einen Cliffhanger draus machen und du das in die nächste Folge verschiebst. Ja, ich bin gerade erst auf dem Weg, also können wir machen. Gut, dann würde ich sagen, liebe Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Bin ich überhaupt dran? Okay. Ja. Nicht, dass ich mich hier einfach aufdränge. Und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge. Und dann sind wir beim Gacki auf dem Feld und gucken ihm mal beim Mulchen zu, ob er das richtig macht oder auch nicht. Wenn es euch interessiert, ja, unsere YouTube-Kanäle kennt ihr. Schaltet ein, Däumchen da lassen, Glocke nicht vergessen und ganz wichtig, einen dummen Kommentar da lassen. Vielen Dank, tschüss. Auch von mir, tschüss.